ich kann nicht mehr machen als versuchen, gute Drehbücher zu schreiben. Film ist die einzige Sache. Also mittlerweile Musik kannst du quasi für umsonst produzieren, Bücher schreiben sowieso. Film, das ist das Einzige, was echt teuer ist. Ne? Das heißt, ich bin auch nur immer ein kleines Rädchen im Getriebe und kann hoffen, dass ich entweder über die klassische Filmförderung oder jetzt über Netflix, die neuen Sachen, oder jemand erbarmt und dann irgendwie da eine Million oder so zur Verfügung stellt und was machen kann. Und also eigentlich ist mein Anspruch oder mein Ziel, dass ich als quasi unter dem Dach Heinz Strunk sowohl ernsthafte Literatur machen kann, als auch total albernen Quatsch. So. Also diesen Spagat, der kann gar nicht breit genug sein. Und jetzt habe ich zum Beispiel eine ganz geile Idee. Ob sie jemals das wird, weiß ich nicht. Ich habe immer schon so ein Febel gehabt für so Stimmungs-, so leicht versaute Stimmungslieder. So ein bisschen so Ballermann-mäßig. Aber total lustig, also so total lustig, aber so für meine Leute so, aber die aber trotzdem, sagen wir mal, für so ein Ballermann-Publikum auch kompatibel wären. So, und da habe ich die Idee, so Multimedia-Ding, ich bin jetzt nicht mehr Heinz Strunk, sondern ich bin Pierre Panade, setz mir eine Mappe auf den Kopf und bin so ein älterer Newcomer am Ballermann, und das wird mit der Kamera begleitet, so, und ich habe halt richtig, wirklich ernsthaft, fünf oder sechs oder sieben, echt richtig, finde ich, Hit, also Ballermann-Hits, die, also aber mit Heinz-Strunk-Qualität so. Und denn, dass die, also müsste man denn mit dem Bierkönig und Megapack, wie das alles heißt, müsste man das irgendwie so dingsen, dass man, aber so 15 Uhr am Ballermann und Pierre Panade, ne? Das, und ja, das wäre das, wenn da, das ist ein wahnsinniger Aufwand, echt. Da muss sehr viel zusammenkommen, damit das so. Damit das verwirklicht wird. Aber immer der Slogan für Pierre Panade ist: versauter als Mickey Krause, geiler als Mia Julia und älter als Jürgen Drews. Aber dann auch wie Mia Julia, das ist ja die, die sich auszieht, ne? Ja, das mache ich jetzt nicht, aber geiler, Okay. also Ja, geiler, 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 ne? geiler.